uns heute bei euch aus Frankreich und zwar aus einem alten Wohnhaus, in dem ein Poltergeist dafür gesorgt hat, dass die Einwohner Hab und Gut zurückgelassen haben und geflohen sind. Klingt wirklich wie eine Geistergeschichte und ist auch richtig das Passende an Halloween für euch und deswegen heute die Folge. Und an der Seite seht ihr das Team von Galileo am Start. Die Jungs sind auch dabei. Ihr habt das schon gesehen auf Galileo und auch bei uns. Ihr könnt das auch in der Mediathek noch finden. Auch die Galileo Plus Folge, alles in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr noch keine Follower seid. Und macht einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Für die Existenz eines Poltergeistes hier in diesem Gebäude gibt es keinen Beweis. Es gibt nur die Geschichten, die im Internet kursieren über dieses Gebäude. Und es gab nur einen einzigen Beitrag, den wir auf YouTube gefunden haben, von, ich glaube, jungen Herren aus England, die hier einmal dieses Haus erkundet haben und über die Geschichte gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es könnte auch eine Handgranate sein. Ne? Es sieht auf jeden Fall echt spooky aus und so ist auch das ganze Haus. Und wir werden uns das mit euch gemeinsam anschauen und werden mal gucken, wer hier gelebt hat und ob wir noch ein Datum finden, wann hier zuletzt jemand irgendwie Resident war. Aus dem Keller jetzt vorne vor dem ehemaligen Haupteingang. Also hier ging es mal rein ins Gebäude und da gibt es noch mal eine kleine Anmerkung zu Poltergeist. Was sind Poltergeist eigentlich? Sind gestaltlose Wesen, irgendwas zwischen Geist und Dämon, die irgendwann die Besucher oder die Besucher eines Ortes oder eben auch die Bewohner eines Ortes heimsuchen und teilweise bis in den Wahnsinn oder in den Tod treiben. Klingt alles sehr dramatisch, wurde 1848 in den USA das allererste Mal jemand für ausgezeichnet für die ersten erfolgreichen Forschungen im Bereich Poltergeist. So. Leider hat sich das alles im Nachgang durch Wissenschaftler herausgestellt, dass es nun mal ein Betrug war. Vieles war gestellt, vieles war gefaked und aber nie echt. Somit forscht man seit 1848 immer noch bis heute zur Thematik Poltergeister. Es gibt verschiedene Meinungen, die spalten sich. Eure wird mich in den Kommentaren interessieren. Und wir werden einfach aufnehmen, was wir dort empfinden im Gebäude. Ja? Vielleicht stellen wir was fest, vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht das eine oder andere auch aus, als wäre vielleicht wirklich mein Küchenschrank durch die Bude geflogen, weil irgendein Poltergeist sehr verärgert war. Wir gehen jetzt rein und schauen uns das an. Also hier scheint die Küche gewesen zu sein, wenn man hier reinkommt. Alter, hier fehlt die ganze Wand, ne? Das sieht schon so aus, als wäre hier mal so ein Poltergeist richtig durchgedreht, oder? Die zwei Familien, die hier gewohnt haben, haben das weitergesucht und alles zurückgelassen. So sieht es auch hier so ein bisschen aus. Hier steht noch allerlei in der ganzen Küche rum. Stühle mit gebrochenen Stuhlbeinen. Sieht schon echt Küche aus, ne? Vor allem, wo ist die Wand der Küche hin? Guck mal, hier liegt der ganze Küchenschrank. Das sieht aus wie hingeworfen, ne? Also jetzt mal ehrlich jetzt. Da sind ja sogar noch, da stehen ja noch im Schrank Lebensmittel. Ja, die Marmeladengläser da hinten, ne? Die stehen noch im Schrank. Da können wir mal, kommen wir da irgendwie ran, weil hier der Schrank vorliegt. Da hinten rechts hat auch einer. Die Schrank ist leer, gibt nichts mehr zu essen. Schau mal da drüben. Ein bisschen einklettern. Ne? Hier haben wir mal was eingelegt. Ne? Gut wird es nicht mehr sein.
Warum ist denn die Wand hier so eingeschlagen? Guck mal, auch der Schrank, der liegt richtig, ne? Also der ist samt Wand. Die ist ja nicht eingestürzt. Das war eine kurz eingezogene Wand. Oder glaubst du, da hat jemand dran erlebt? Ich kann es kaum vorstellen. Also vielleicht hat hier jemand drin randaliert. Das ist wirklich seltsam. Ne? Also ihr kennt viele unserer Filme, wirklich vielen Ländern mittlerweile mit vielen Geschichten und komischen Orten. Aber was wirklich seltsam ist, dass randaliert, also es sieht aus, als wäre randaliert, die ganze Wand eingeschlagen. Aber es ist hier alles an seinem Platz. Die Uhr sieht übrigens toll aus. Das hat, das ergibt keinen Sinn, ne? Aber hier ist auch wieder so ein Einmachglas. Hier liegt eine Zeitung aus 2007. Also irgendeine Blumenschau. 2007. Was ist das hier? Ein Datum? Ja. Doch 1999. Gut, also das ist von 1999, das sind 2007. So eine alte Zigarrenschatulle. Überall sind hier irgendwelche toten Spinnen drin, das ist schon echt eklig. Lass uns mal weiter in Richtung Wohnzimmer. Thomann und Redakteur sagen also schon, das ist ein bisschen unangenehm. Ne? Also was wirklich anders ist als sonst, ist, dass diese Wände, diese zwei Wände rausgerissen sind und die Möbel so aussehen, als hätten sie noch da oben drauf gestanden und durch dieses Zerstören quasi im Raum liegen. Also das ist kein Vandalismusbild, wie wir es kennen, ne? Gar nicht. Das wirklich, muss ich ehrlich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, aber das ist komisch. Und eine Sache auch noch, wenn wir zerstörte Sachen filmen, sind in der Regel auch Graffitis, alles vollgeschmiert. Ja, gerade in Frankreich, stimmt. Wir haben keine Graffitis, wir haben nur diese zwei Wände zerstört. Okay, das ist echt ein bisschen spooky. Und vor allem muss man sich fragen, wer lässt einfach alles zurück? Da war keiner. Nee, da war keiner. Aber wir beide haben schon, ich habe sogar Kopfhörer aufgehört. Ich habe es gehört. Durch die Kopfhörer, und da höre ich eigentlich nur euch. Du hast durch die Kopfhörer Schritte gehört? Ja, du hast es auch gehört. Kein Scheiß. David hat es gehört, ich habe es gehört. Ich weiß nicht, ob es Schritte waren, vielleicht war es auch nur eine Maus. Also es hört sich so an, als wenn jemand draußen auf Kies läuft oder so. Aber war keiner da? Nee. Okay, jetzt ändert sich die Situation. Es geht im Kopf schon los. Okay, ich finde es auch gruselig jetzt. Und genau als ihr das gesagt habt, habe ich da eben, lief die Kamera, ich habe aufs Klavier gedrückt. Ja, meine Kamera. Genau in dem Moment. Okay, ja, was. Es ist mal anders, ne? Gut. Wir waren gerade hier. So, eine ganz andere Folge diesmal. 1951. Wahnsinn. Ich hab echt Schritte gehört, das beschäftigt mich richtig gerade. Moment. Es wird anders, ne? Oder? Es wird anders. Das ist der Moment, wo es sich verändert. Jetzt haben wir den Geist gestört. Okay, die Bude ist schon wirklich, wirklich gruselig. Also natürlich genau das Passende zu Halloween. Ich hoffe, ihr habt alle erst nach 9 Uhr eingeschaltet zum Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, denn es ist wirklich ein bisschen was anderes hier in dem Gebäude. Ach, das war, ich muss dran rumspielen. Wie funktioniert das hier? Funktioniert das noch?
Buch sieht interessant aus. Das ist hier so. Ja, das ist so. Das ist das ein Album oder was? Funktioniert nicht mehr. Oh, Alter, also wenn das angeht, bin ich weg. Ja? Wünsche euch allen viel Glück, aber dann bin ich raus. Also Lost Places haben ja auch immer so eine gewisse Aura, ne? Also man hat ja immer so ein bisschen Gefühl, wenn man in einen Ort reinkommt. Manchmal sind diese Orte ein bisschen traurig und so ein bisschen aufgrund der Geschichte. Und manchmal sind sie auch echt irre. Die sind von hier, ne? War das hier? Das ist ein Fliesenboden, aber. Oh, ist nicht hier. Das ist auch wieder so ein umgeworfenes Regal, ne? Wie fällt das um, wenn keiner hier ist? Vor allem, was ist das hier hinter? Gar nicht mehr rein. Siehst du das? So ist das. Ist das ein Sarg? Ja. In die Richtung. Oder? Jetzt ist es aber makaber. Ehrlich gesagt. Was das ist, aber es sieht aus wie der Unterteil von einem Sarg. Lass mal gucken, komm. Wo kommt das her, von der Wand? Ich muss es, fuck, hast du das gehört? Ja. Ja, weg hier. Was, weg? Weg hier, das da oben geht irgendwas ab. Habt ihr das gehört? Da ist das runtergepulsert. Das hat gerade vibriert, oben die Decke über uns. Guck mal jetzt. Nein, die hat nicht. Viel Spaß hier. Nein, das war kein Spaß, Alter. Du verarschst uns, ehrlich? Nein, ich verarsche. Also hier ist die Wand eingefallen, Karl. Ja. Als ich guck mal, film das. Da. Ist da wirklich eine Wand eingefallen? Da, guck. Ja, da. Boah, Digga, ey. Ich guck mir jetzt den Sarg an. Boah. Ich hab gerade gefriert von oben. Was hab ich gefriert? Ich hab's gespürt. Das war die Wand. Oder die Wand. Ja, warum? Weil sie runtergefallen ist. Das war der Boden. Mhm. Also. Ja, deswegen fühle ich mich gerade so ein bisschen müde, ganz ehrlich gesagt. Also hier unten, keine Ahnung, der Sarg, dann denke ich an Vampire und sage, wie wir dann das Blut aussaugen und dann lernen wir nicht alt. Wir haben keinen Ton. Ja, stimmt. Ja, wir haben keinen Ton. Was ist das denn? Das ist ein Tisch, ne? Ich wollte das gerade sagen, das ist der Unterteil von dem Tisch. Das ist der Unterteil? Boah, mach mal vorsichtig. Der ganze Boden wackelt, wenn du da schon so raus. Mach mal vorsichtig. Also das Ding sah eben aus wie ein Sarg von der Seite. Können wir jetzt auch noch weiter? Das Bild hier. Boah,
Alter, ich habe richtig Gänsehaut hier drin. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen Psycho. Hat alle Nacken behaart. Guck dir das Zimmer an hier. Das ist echt ein bisschen. Warum hatten wir denn da keinen Ton mehr auf der anderen Kamera? Doch, es ist Ton auf meiner Kamera. Nee, warum war auf der anderen kein Ton? Das hat oben wirklich vibriert. Ich hab's auch gehört jetzt. Dann lass uns machen. Da. Hast du es gehört? Es ist keiner gelaufen gerade, oder? Du hast es gehört, oder? Ja. Der Boden vibriert doch teilweise, obwohl keiner läuft. Alle stehen. Was ist denn das denn? Es sind 5 Leute, alle stehen. Gibt es die Kacke wirklich? Warte mal hoch. Was hast du gehört? Was unser Ton angeht, dieses dumpfe Wummern oben. Oder hast, wie hat sich das für dich, für mich wie ein Wummern? Ja, so bum, bum. Alter, auch kein Scheiß. Also, ich weiß ich nicht. Also, ich hab's ein paar Mal gehört. Unterwegs und wollte noch mal ein paar. Das ist ein gebundener Strick. Siehst du? Und das dein Hals ist. Der lag hier im Schrank. Ich hab's ja eben gefilmt. Ich wollte einfach gucken, ob hier noch was abgeht. Da lag das Ding drin, zum Strick gebunden. Hier sogar mit dem zusammen. Hier hatte ich einen Strick gemacht. Also das ist jetzt kein Shit. Hier hat sich echt einen Strick gebunden. Wollte sich aufhängen. Hat ein Mensch diesen Knoten gemacht, um sich platt zu machen. Wahnsinn. Ich dachte, ich guck gerade so. Ich kam hier rein und hier war einfach nur der Schrank, dem Hut und so. Das Zimmer ist sowieso total. Das ist total irre, ne? Das echt, da hatte ich einen Strick. Ich habe hier eben aufgemacht und hab gedacht, ich guck nochmal. Also das hat jemanden so einen Wahnsinn getrieben. Aber hier unten war es eben ganz schlimm. Ich fände es unten auch deutlich. Jetzt gerade ist gar nichts. Es war aber vorhin ganz extrem. Du musst überlegen, der Tonmann hat es gehört, Kameramann hat es gehört, Till hat es auch gehört. Redakteur, alle drei, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn ihr die Gesichter gesehen habt, das war nicht. Ich habe diese Gesichter teilweise drauf. Das Haus ist nicht seit 3-4 Jahren leer. Nein. Das Haus ist seit 10 Jahren leer. Minimum. Spukort. Dieses Wummern, was wir jetzt alle gehört haben, und nicht nur einmal, das war schon echt extrem. Und klopfen. Und genau das sollen auch das sein,
was man sagt, was ein Poltergeist macht, ja, in der ersten Phase. Da sind Eindringlinge oder Leute, die in seinem, wo er sich eingenistet hat, unterwegs sind und die will er da nicht haben. Ein Poltergeist will den nur auf den Sack gehen. Der hat keine andere Mission. Den ganzen Tag. So, und das sollen so die ersten Anzeichen sein, was ich auch gelesen habe. Und man muss das aus zwei Seiten betrachten. Es gibt den Glaube und es gibt die Wissenschaft. Aber wenn die Wissenschaft an irgendetwas arbeitet, dann hat es einen Grund. Und wenn Kameraakkus auf einmal schwach werden und ausfallen, ohne plausible Erklärung, ohne dass es kalt ist, dann wird es komisch, oder? Und dann geht es ja auch in diesen ganzen Bereich von, jetzt muss ich mal alles an Reportage, was ich in meinem Leben gesehen habe, zusammenfassen. Elektromagnetfelder und all so ein Scheiß, ja? Die dann eben diese Geister halt auch um sich haben und so. Das ist schon sehr unangenehm. Wir gehen jetzt mal nach oben, ja? Aufgrund der Substanz ein bisschen mit Abstand, oder? Hier sind auch noch die ganzen Klamotten hier. Schau das an. Wie viele Jahre die hängen. Hier drin. Hier die Kleiner. Hier. Guck das an. Ach, das ist ein Wandstück. Kann das öffnen? Vielleicht hält das auch die Decke oder so. Aber siehst du das? Guck mal hier in den hier. Auch hier alles da. Alles. Wo? Was? Oh Gottes Willen. Ist ja ekelhaft. Eine Riesenspinne. Mach's weg. Da. Mach mal Licht von unten. Was ist das? Okay, das ist makaber. Alter. Das ist echt makaber. Das ist echt eklig. Hier liegt so ein ekelhaftes Bein dazwischen. So, noch mehr. Oh, hier unter den Dingern lag das. Da ist noch mehr drin. Das ist ein Kopf. Oder? Was ist das? Oh, ist das eklig. Also, so eine Scheiße haben wir noch nicht gefunden, ne? Okay, das ist wirklich eklig. Wie ist das? Sind das gewisse Sachen, die von anderen Lost Place Huntern platziert so gemacht wurden, damit ist das manchmal mehr Trug als alles andere? Oder? Also die Bedeutung von dem Puppending jetzt hier ist unklar, aber das war keiner, der ein Lost Place besucht hat. Guck mal, wie angeschimmelt das Ding ist. Und die sieht ja jetzt auch irgendwie ein bisschen creepy aus, ne? Und vor allem hier waren nicht viele Leute. Nee, hier waren nicht viele. Also absolut nicht. Das ist leer. Einfach Zeug. Es sind so viele Möbel, die keiner mehr irgendwie, wenn du das geerbt hast oder so, hat keiner mehr irgendwie benutzt. Aber warum?
Kinderbettkoffer. Also ich traue der Decke hier oben überall nicht so, deswegen gehe ich nicht rein. Aber, oder? Vitamin C. Haltbar bis 2016. Warum brauchst du so viel Vitamin C? Was ist das denn? Kingsel fürs Gedächtnis. Alter, warum steht da eine Sense? Ja. Fürs Gedächtnis vielleicht. Wie die Medikamente hier. Also die Bude ist schon echt Horror, oder? Die ist schon echt nicht normal. Also wir haben so viel gesehen, aber das ist schon echt ein bisschen anders. Da brauchst du gar nicht im steilen Winkel von unten die Sense filmen. Das ist auch so komisch. Die Bude war bis jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr unangenehm. Und auch wir haben uns hier, ich glaube auch für das ganze Team, hier und da dann doch mal ein bisschen unwohl gefühlt. Ob es wirklich spukt oder nicht, wissen wir nicht. Wir haben ein bisschen was empfunden für uns. Das können äußere Einflüsse sein oder die Situation im Ganzen. Oder es spukt wirklich. Eure Meinung in die Videokommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Die Galileo-Wiederholung, wie gesagt, in der Mediathek. Alles unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und bleibt gesund. Ciao, macht's gut. Nicht leuchten. Boah, ich find's gar nicht so schlecht. Oh, echt. Könnte schlimmer sein. Boah, ich fand den. War vielleicht die erste Wolke. Das ist ein ganz, ganz altes Parfüm noch. Ne? Das ist Puder, ne? Oder? Nee. Bleib mal da stehen. Also stell dich mal vors Licht. Ich muss so. Du musst da oben. Ja, genau. Du musst eher so. So wie? Kannst du so durchlaufen. So Knie. Und da dieses Tier, der Schwan, der sterbende Schwan. Mir ist Oralgier. Wofür muss ich das hin? Ural, was ist denn das? In welches Loch kommt das? Möchte ich nicht mehr ausführen. Wie sieht es noch aus mit Akkus und so sieht es noch gut aus? Ne? Wir haben noch aktuell einen. Noch, ja. Letzter. Wie geht das denn alle? Okay. Was machen wir denn jetzt halt?